So, meine lieben Kreativlinge. Ja, ich habe meine Bestellung von Papiereckchen erhalten. Sagt die, die keine Holz mehr dreht. Oder versucht keine Holz mehr zu drehen. Nein, ich würde es wirklich nicht. Aber das kann ich wenigstens sagen. Da oben steht es dann in der Ecke. Ist ja bezahlte Werbung. Teilweise. Auf jeden Fall, meine Bestellung kam gestern an. Ich habe mir reichlich Sachen ausgesucht. Ich werde es natürlich nicht alles verlinken, was ich mir rausgesucht habe, weil das ist zu viel. Aber sie hat viele, viele schöne neue Sachen in ihrem Shop. Und da musste ich natürlich zuschlagen und sagen, ey, gib mir mal. Ach, also wenn das Geld immer nicht so wäre, ne? Dann hätte ich mir noch viel mehr ausgesucht. Aber ich werde euch einen Rabattcode geben, der Natascha 10 ist. Und den könnt ihr bei ihrem Shop einlösen. Ja, fangen wir mal an. Ich schätze mal, das sind meine ganzen Die-Cuts, die ich bestellt habe. Ich benutze die ja sowieso wahnsinnig gern. Aber ich schätze mal, das sind meine ganzen Die-Cuts. Ja. Oh Gott, passt auf. Oh. Alles Die-Cuts. Oh Gott, schaut euch das mal an. Schaut euch mal den Haufen an. Das ist doch Wahnsinn, bis ich das wieder sortiert habe. Also ich habe wirklich alles querbeet bestellt. Das hier. Alles Gute zum Purzeltag. Ahoi Hammer. Glückspilz. Ein kleiner Wunscherfüller. Süße Kleinigkeiten. Was habe ich? Du bist zauberhaft, Hammer hier. Dankeschön. Ein paar habe ich mehrmals bestellt. Handgestempelt. Ja. Artist Rating Cards. Zeige ich euch gleich was. Die lege ich extra. Da, die habe ich ganz viel. Artist Rating Cards. Da ATCs. Da will ich ATCs draus machen, logisch. Dann hatten wir schon. Ich will wirklich wahnsinnig viel machen, aber ich. Ist halt immer etwas schwierig mit der Zeit. Beste Freunde. Nein, einfach nein. Eine Überraschung für dich. Also wirklich alles für dich gemacht. Also ihr seht schon ganz, ganz viel. Und ich glaube, es sind immer 5 Stück im Set drin davon. Alles Gute haben wir da noch. Hallihallo. Also ich sage ja alles einmal querbeet. Es sind immer 5 Stück im Set drin von den Die-Cuts. Also ne, pro Teil. Und von denen habe ich mir 7 Mal bestellt, also 7 mal 5. Und zwar habe ich ja mit 2 Mädels, privat mache ich das, einen ATC-Monatsüberraschungstausch. Das sind aber nicht die, die ich eigentlich wollte. Da bekommen 2 Mädels 3 ATCs pro Monat und die wissen gar nicht, welche es sind. Also es ist egal, also ne, wisst ihr, wie ich meine? Hat irgendwas, was mir nicht gefällt. Kriegt jeder 3 ATCs pro Monat und die schicken wir uns dann halt, ne, ich krieg 3 zurück von den Mädels und die anderen Mädels kriegen halt 3, jeweils 3 von mir und keiner weiß, wer es, was da drin ist. Also wisst ihr, wie ich meine? Da ist schon eine drin. Und dann dachte ich eben, ich mache Taschen aus Designpapier, weil ich habe ja ganz viel Designpapier. Dann ein Blümelein von Jessie. Und dann hier den Die-Cut drauf. Das dachte ich, deswegen habe ich 7-mal die hier bestellt. Na, es juckt. So, dann habe ich den Hexenkessel. Die sind ja ganz neu. Habe ich bestellt in Lila. Ich konnte mich leider nicht entscheiden. Deswegen, die anderen müssen irgendwann auch nochmal her. Die schneidet sich alles selber aus, ne? Da haben wir einmal mit so, ja, so, ne, halt so ein Hexenkessel, dann mit Kraken, den habe ich vorgeschlagen. Und dann mit so Rauch. Und dann gibt es die nochmal spiegelverkehrt. Und die hier. Also 6 Stück im Set.
hat sie auch verschiedene Farben gemacht. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Da habe ich zweimal die in Lila bestellt. Dann, das hat sie auch neu, Halloween-Schrift Candy. Es sind 16 Stück drin. Einmal ganz groß, das ist so Halloween-Candy-Corn. Hat sie da so ein bisschen in verschiedenen Schriftarten. Klein, groß, Buh haben wir noch. Also auch sehr cool. Hat sie auch in verschiedenen Farben im Shop. Es hat alles nach und nach. Ich habe leider auch keinen Geldscheißer. Auch wenn ich es manchmal denke. Kann ich wieder einsortieren bis zur Vergasung. Ich glaube, dann wird mein Platz langsam echt eng. So, den habe ich mir auch zweimal bestellt. Dann hat sie neu Säge. Auch eben zweimal. Weil ich brauche immer fürs Design-Team. Mache ich ja mal eine Probe-Exemplar und dann das Video mit euch. Da haben wir verschiedene Säge. Die haben dann so Holzoptik. Da hat sich noch jemand versteckt. Der schaut cool aus. Der schaut richtig aus wie Dracula, ne? Dann haben wir den hier. Den hier. Den. Und die. Dann habe ich mir Stempel bestellt, weil das sind nämlich die Stempel, die ich noch nicht habe. Das ist der Donut. Das schaut dann so aus. Dann der Cupcake, der ist total putzig. Der ist total putzig. Der schaut so aus. Der kommt ohne Augen. Dann Voodoo-Puppen ist auch neu. Habe ich den nur einmal bestellt? Ne, zweimal. Haben wir alle. Die schauen so aus. Die schauen auch richtig, richtig cool aus. Der hier hat ein Bein abgerissen. Das ist quasi dasselbe, aber nur mit Pins, mit Stecknadeln. Auch alle sehr, sehr cool. Ah, ich freue mich schon damit zu basteln. So, dann Halloween-Schrift lila-grün. Lila ist ja meine Lieblingsfarbe. Dann haben wir dieselbe Schrift wie bei dem Candy-Corn, bloß in lila-grün. Ach, das ist mein Schatten. Ich dachte schon, was ist denn das? Wie gesagt, die hat noch viele, viele andere Farben. Alles nach und nach. Dann Spinnen. Die sind auch neu. Aber ich glaube, die mache ich zum Schluss auf. Mit Triggerwarnung. Spinnennetze. Auch verschiedene. Einmal so ganz groß. Dann kleiner werdend. Eine ganz kleine. Da ist auch noch eine. Da sind auch noch zwei kleine, ganz kleine. Wie viele sind da drin? 11 Stück. Warum ich mir immer alles zweimal mitnehme, weil erstens, wie gesagt, mache ich ein Prototyp-Projekt. Muss gucken, ob das passt. Und zweitens mache ich ja dann das Video. Und dann ärgert es mich ja manchmal, wenn ich... ich rieche Käsechips. Dann ärgert es mich ja manchmal... Oh, da hat sich noch ein Buch reingeschlichen. Oder rausgeschlichen, dann ärgert es mich manchmal, wenn ich dann die Sachen nicht da habe und ich möchte was basteln und habe die Idee dazu. Ich hab vergessen. Was? Hab ich auch da gecheckt. Ja, genau. Dann einmal die Schwarz-Weiß-Schmetterlinge in Vintage. Da habe ich letztens eine Karte gemacht und habe festgestellt, ja, okay, du brauchst wieder Vintage-Schmetterlinge. Einmal einen ganz großen. Dann drei mittlere, wobei der noch mal einen Ticken kleiner ist. Und dann die hier. Ah, da ist noch ein ganz kleiner. Ein ganz kleiner. So, das waren die hier.
sind Sticker Flakes. Und die hier, die gehen aus Programm raus. Deswegen habe ich, weil ich bin ja gerade am Adventskalender basteln. Aber ich glaube, die sind auch zu groß. Muss ich mal gucken. Aber die gehen aus dem Programm raus. Ich weiß nicht, ob die nochmal als Die-Cuts dann kommen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber die gehen eben aus dem Programm raus. Das sind diese Adventskalender-Sticker. Ja, deswegen habe ich gesagt, komm, leg mir die zwei bitte noch zu meiner Bestellung dazu. Ich weiß aber gar nicht, ob die schon zu groß sind. So, und jetzt Triggerwarnung. Jeder, der keine Spinnen mag, der guckt bitte jetzt weg, schaltet einfach ab oder guckt einfach weg. Ich mache jetzt das Päckchen auf. Also eher als ich die gesehen habe, habe ich mich auch gegruselt. Also nicht gucken. Ich habe euch gewarnt, aber ich musste die trotzdem haben. So, die schauen hier so aus. Die schaut echt eklig aus. Die schaut echt, echt eklig aus. Also das ist so mein Horror. Die geht ja noch. Die geht ja noch. Die schaut eher so aus wie Spider-Man. Aber die ist so richtig... So, als ich die gesehen habe, habe ich ja gesagt... Bäh. Aber ich muss die haben. Ach, da ist sie in groß. So eklig, oder? Aber ich musste die haben. So, ich packe sie jetzt wieder weg. Sie sind weg. Tüte ist zu. Ihr könnt wieder gucken. Ja, dann bedanke ich mich trotzdem fürs Zusehen. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr bei ihrem Shop vorbeiguckt. Ich tue jetzt erstmal sortieren. Ich habe eigentlich gar keine Lust. Ich bin ehrlich, ich habe keine Lust. Aber ich muss. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye, bye.